Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Kid Icarus. Der User Florian hat mich darauf hingewiesen, ich soll das Game doch mal zocken und ich dachte, was, das habe ich noch nicht gespielt und tatsächlich als Let's Play habe ich es noch gar nicht aufgenommen. Das wird sofort nachgeholt. Doch bevor wir loslegen, ziehen wir uns mal kurz die Werbung rein, die es damals dazu gab. いらん。お風呂よ。入らん。寝るわよ。ここに来た者はみんな石になるのじゃ。ピッタよ、メデューサを倒せ。光の国エンジェランドに平和を呼び戻すのじゃ。マルチアクションゲーム、光神話パルテナの鏡。あなた、会社よ。行ってきます。やればやるほどディスクシステム。Ja, das war die Werbung zu Kid Icarus. Ich finde das immer ganz lustig, diese alten Videospielwerbungen anzusehen, wenn ich denn eine finde. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Gut, hüpfen wir mal rein. Ich kenne die Kid Icarus schon, also ich spiele das nicht zum ersten Mal. Auch wenn es vielleicht so aussieht, weil ich grottenschlecht bin. Ich habe das tatsächlich recht häufig, aber nicht zu häufig, 3DS gezockt. Da gab es nämlich eine 3D-Variante davon. So ein 3D-Remake. Also das Original-Gameplay nur irgendwie 3D aufbereitet. Sah ganz hübsch aus damals. Hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe es nicht weit gebracht. Ich habe da sicher 10 Spielstunden versenkt, aber sonderlich weit bin ich nicht gekommen. Leerer Raum. Super. Ah ja. Gut, gehen wir weiter. Dass ich nur aus dem Bildschirm so auf der Seite rausgehen kann, das vergesse ich mal gern. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht zu oft, dass ich vergesse, dass ich auch auf die Seite rausgehen kann. So, ich werde versuchen, mal ein bisschen schneller durchzugehen. Ich habe nämlich so die Erfahrung, Kid Icarus ist ein bisschen leichter, wenn man durchrusht. An manchen Stellen zumindest. Ah ja. So, da. Gut, diese Fliegerdinge mag ich ja so gar nicht. So, da weggekillt. Und die Harfe habe ich jetzt. Ich habe keinen Plan mehr, wofür die gut war. Ob die nur Punkte bringt oder... Kein Plan mehr. Was liegt denn darunter? Ich muss was einsammeln. Ah ja, genau. Man darf nicht abstürzen. Wenn man aus dem Bildschirm raushüpft, dann ist man tot. Finde ich blöd, aber ich kann mich erinnern, das war auch beim 3DS Remake schon so. Ja, Kid Icarus gab es ja nicht nur das Remake am 3DS, also das 3D Classic Remake, sondern es gab ja auch ein richtiges Kid Icarus. Und was unter anderem einer der besten 3DS Games ist, wenn man auf solche Games steht. Also das Kid Icarus, das, nicht das Remake, sondern der Nachfolger, darf man das so sagen? Der war am 3DS richtig fein. Eine Ballerorgie. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ordentlich die Finger verknotet dabei. Und es war, wenn ich mich auch richtig erinnere, jetzt das erste oder eines der wenigen und ersten 3DS-Games, die das Zirkelpad unterstützt haben. Denn der 3DS hatte ja ursprünglich keine zwei Steuerkreuze, sondern nur eins. Und da gab es dann so ein das ist eine Erweiterung für den 3DS damals, die ich nicht hatte, sondern ich hatte dann erst die Möglichkeit, das zu machen, als der New 3DS rausgekommen ist, den ich mir als der 3DS-Freund natürlich sofort geholt habe. Und da habe ich das Spiel dann nachgeholt mit dem New 3DS. Also war ein innovatives Game der Nachfolger. Hat mir getaugt. Weiß nicht, wie es. Kennt ihr den Nachfolger? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. War super. Ich hoffe, dass für das Switch auch mal wieder einer kommt. Wobei mir dieses Genre, dieses reine Durchballern, nur Durchbrezeln eigentlich gar nicht so liegt. Ah, in den Dreck eingesteckt.
Ja, geh komm, stirb einfach. Warum stirbst du nicht einfach? Kann der nicht, kann ich den gar nicht töten, oder was? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach, geht's weg, ihr blöden Dinger hier. Weg. Okay. Ja, es ist ein schweres Spiel. Es ist kein leichtes Game. Ich spiele jetzt, glaube ich, mal ohne Safe Games. Es ist kein leichtes Spiel. Es gab da irgendwie wohl dann eine Continue-Funktion. Das steht hier mit Passwort Pack hier auf dem Cover, das ich hier gefunden habe. Es ist auch eines der wenigen Spiele, wo ich noch das Original-Cover habe. Also ich habe das Modul wirklich und ich habe auch sogar noch das Cover. Ich glaube, ich habe sogar noch die Anleitung. Ich glaube, das ist eines der wenigen NES-Module, die ich tatsächlich komplett habe. Keine Ahnung, was das wert ist, aber ein bisschen was wird es mittlerweile schon wert sein. Warum gehe ich denke ich immer rein, wenn nichts drinnen ist, ich Blödkopf. So, ich werde jetzt richtig noch hart sterben, hier sehe ich, aber mal schauen, wie weit ich komme. Ich mache mal mit Zwischenspeichern. Ich speichere mich mal hier ab, kurz zwischen. Ja, das Format hier auf meinem Kanal, jedes NES-Game mindestens 10 Minuten. Ja, wenn ein Game gut ist, spiele ich es auch gerne mal länger. Oder wenn ich Zeit habe oder Bock habe, whatever. Also mindestens 10 Minuten. Egal wie grottenschlecht das Spiel ist. Ich habe auch Monopoly am NES 10 Minuten gespielt. Und ja, das war wirklich kein Spaß. Also da gibt es da so ein paar Games, da sind 10 Minuten richtig lange Zeit. Richtig lang. Ah, das ist. Ich habe hier Zeit. Und alle Gegner sind instant tot. Und das muss ich natürlich nutzen, um hier gescheit voranzukommen. Gut, ich denke, ich habe das ganz gut genutzt, aber so weit bin ich dann auch wieder nicht gekommen. Ich bin jetzt dann wieder hier gelangt. Gut. Ah, okay. Den hier wegbrezeln. So, da hüpfe ich mal darauf. Den hier weg. Einmal noch, komm. Habe ich hier weggemacht. Aber wieso? Okay, da links. Nein. Ah, Dreck. Ducken. Dribbeln. Ah! Da ist noch das Getränk. Der Lebenssaft, der mir Kraft verschafft. So, das reimt sich auch in so ein Mittel. Hier kann ich irgendwas auswählen und krieg dafür irgendeinen Schmonzes. Ja. Ein Herz. Jede Menge Herzen, aber die Herzen sind wichtig. Man kann sich nämlich für Herzen was kaufen. Also es ist nicht ganz unnötig, hier irgendwas einzusammeln. Aber ich bin mir sicher, ich hatte es ja damals nicht. Ich habe es mir erst nachträglich geholt. Am Flohmarkt. Ich hatte es damals leider nicht zu Ende der Zeit. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, es war damals ein super Game. Also der Sprung ist nur ein bisschen hackig. Aber wenn ihr es damals hattet, sagt mir mal, ob ihr es gefeiert habt oder ob es euch auch zu hart war. Kann ich den eigentlich platt machen? Nein, ich glaube nicht. Den kann ich nur wütend machen und dann kommen die da. Okay, ich sollte den nicht wütend machen. Ich sollte ihn nicht wütend machen. Jetzt habe ich ein bisschen Energie verloren, ist natürlich blöd. Gut, ich mache das. Nein! Im blödesten Moment habe ich den da nicht jetzt. Wieso duckst du dich, du dummer Idiot? Nochmal von hier. Okay, er geht in Deckung und wenn er wegschaut. Und er schaut leider nicht weg, schaut. Ich rushe hier durch. Was ist mit ihm los? Ah, da kommen jetzt schon welche von unten da rausgehüpft. Oh Mann, ja, es ist richtig schwieriges Spiel. Also nichts für schwache Nerven. Oder nur für Leute, ist. Hätte mich fast weggebrezelt, das Ding hier. Gleich mal hier rein. Aha, ist jetzt Stage 1 complete oder was? Kann mich gar nicht mehr erinnern.
Aber bis hierher habe ich sicher schon mal gespielt. Nein, ich habe sicherlich schon weiter gespielt. Der Eiswelt kenne ich. Ja, als ob das Eis nicht schon schwer genug war. Ist auch noch eine Eiswelt hier. Na klar. Jetzt kommt da wieder diese blöden Schlangen runter. Währenddessen kommt da schon wieder was runter, damit er nicht fad wird. Nein, niemanden wird hier fad. Ich speichere mal. So, weiter geht's. Ja, früher ging das Speichern natürlich nicht so easy. Ja, ja. Am 3DS damals habe ich es noch ohne Speichern gespielt. Oh, ich gehe da wieder raus. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, aber es schaut mir zu ungemütlich aus. Kann sein, dass ich hier ein paar schlechte Entscheidungen treffe. Ich war nie richtig gut in dem Game. Speedrun wird es natürlich auch keiner. Obwohl, wie gesagt, schnell durch ist hier oft die bessere Lösung, wie ich finde. Um voranzukommen. Aber vielleicht sollte man das auch nicht machen, damit man. Vielleicht sollte man das schnell auch genau nicht machen, das kann sein. Wenn man dann natürlich auch weniger Extras einsammelt. Rein da, okay, hier gibt es jetzt was zu kaufen. Die Feder wäre jetzt natürlich awesome, aber ich habe nicht zu genug Punkte für die Feder. Ich glaube, die Feder kann man besser hüpfen, dann mehr Leben habe ich auch nicht. Ich kann mir gar nichts kaufen, ich kann einfach nur rausgehen und weinen. So, dann. Ja, und das ist jetzt natürlich dann hier der Haken. Das macht das Game natürlich noch mal schwerer, wenn man sich hier keine Hilfsmittel kaufen kann. So, dann weiter hier. Ich da direkt drauf? Nein, es geht nicht, weil ich die Feder nicht habe. Mit Feder wäre das vielleicht gegangen. Extra Leben holen. Okay, mal abspeichern hier wieder. Moment, ich schau da mal rein. Was gibt's denn da? Gibt's da was drinnen? Weiß ich nicht. Ist irgendwie, schaut nicht so sexy aus hier drinnen. Okay, mal hier rauf. Man rutscht relativ wenig am Eis eigentlich. Könnte viel schlimmer sein. Ah ja, also es macht schon Spaß, Leute. Es macht schon Spaß. Sound ist okay, sage ich mal. Jetzt stellen mich vielleicht ein paar Leute schimpfen, weil sie den Sound so gut finden von Kid Icarus. Kann sein, aber ich finde es okay. Ich finde ihn jetzt nur okay. Passend. Da weiter, darauf. Mal vielleicht sich jetzt aber wieder mal kurz zwischenspeichern. Ah, jetzt kommen die Wahnsinnigen schon wieder. Uah. Nein! Ah, wieso? Okay, nochmal. Habe gespeichert zum Glück. Ah, ich bin schon 13 Minuten, Leute. Ich sag euch, die Zeit vergeht bei. Die Zeit vergeht wie im Flug bei Kid Icarus. Ich kann nicht über die Steuerung meckern. Die Steuerung ist nicht gut präzise. Also kein Meckern hier diesbezüglich. Luft nach oben ist natürlich immer, aber die Steuerung ist echt top. So, da. Musst du nicht einfach ein bisschen sterben gehen? Die sterben! Bring mich vor allem nicht zum Sterben, Mann. Okay, ich gehe darauf. Dann fahre ich darüber. Wieso bin ich jetzt abgestürzt? Angst! Nochmal. Bis hier geht noch. Das ist ein richtig gutes Spiel. Das kann man ruhig mehr als 10 Minuten spielen. Könnt ihr auch mal ein längeres machen. Falls da irgendjemand Lust drauf hat. Mich beim Fluchen zu sehen. Kann ich mal schauen, wie weit ich komme. Beim Livestream. Mal schauen. Vielleicht mache ich das wieder mal. Livestream ist ja bei mir oft zeitlich ein bisschen schwierig. Max! Obwohl ich das Format total mag. Auch für Retro-Games.
habe ich ja auch Zelda Link's Awakening größtenteils live gezockt. Genauso wie Zelda 2 bin ich noch nicht ganz fertig. Zelda 1 habe ich schon durch. Mist, so ein Blöder. Geht einfach weg von mir. Geht einfach weg, 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 weg. So. So, tschüss. Ja, ich bin nicht sehr fleißig beim Einsammeln, ich weiß. Wow, das war jetzt ein schöner Lauf. Muss gleich mal hier kurz zwischenspeichern. Und, wow, was ist mit euch los? So, nice. Ah ja. Kann man mal in die Kommentare reinschreiben, was mit diesen leeren Räumen auf sich hat. Wow. Ausgewichen und durch. Stage complete. Na, wer sagt's denn? Weiß nicht, merkt man, dass ich schon mal gespielt habe? Keine Ahnung, ich glaube, man könnte schlechter auch noch sein. Ich versuche das noch ein bisschen. Ich glaube, das war das Letzte, das ich geschafft habe. Ich glaube, viel weiter als das hier habe ich es, glaube ich, nie gebracht. Vor allem ohne Save-Funktion. Weg mit den Schlangen. Was sind das Schlangen? Ich bin immer davon ausgegangen, dass es Schlangen sind, aber... Kannst du nicht einfach dich verpissen hier? So, verpiss dich nicht. Verpiss dich, Mann. Verpiss dich einfach nicht, Mann. Okay, was gibt's da drin? Gibt's hier was? Was? Mist. I'm finished. Nein. Abgespeichert, Junge. gut. Letzter Versuch. Ich bin schon auf 17 Minuten Kritikeros. Ich möchte euch ja nicht zu lange strapazieren. Ich weiß ja, eure Aufmerksamkeitsspanne ist gering. Die Jugend von heute. Ich mache mir Spaß. Also gibt es eigentlich auch Jüngere, die NES-Let's Plays schauen? Falls ja, dann meldet euch mal. Oder schauen das nur Leute, die es auch miterlebt haben oder zumindest in der Zeit mit Videospielen groß geworden sind? Fucks! Also nochmal da reinschauen. Und das war aber das nutzlose Ding da wieder. So, wahrscheinlich ist es nicht nutzlos, wahrscheinlich versäumt mich da die coole Scheiße. Er hat Scheiße gesagt. nein, wieso? Ich wollte eigentlich nicht mehr weiterspielen. Aber eigentlich, ach was soll's, ich probier's nochmal, Leute. Ich probier's nochmal. Ist ein gutes Game. Eins geht's noch, Leute. Das zeichnet ein gutes Spiel aus, wenn man sich denkt, einmal geht's noch. Da ist es 3 Uhr in der Früh und ihr denkt, ja, verdammt, einmal geht's noch. Kennt ihr doch sicher. So, da. Gibt's jetzt auch wieder so solche Games, finde ich, immer wieder. Gerade bei Indie-Titeln machen das ganz gut, dass sie diese, einmal geht's noch. Wieder auspacken. Death Cells zum Beispiel hat das bei mir ausgelöst, da habe ich mir dann auch wieder gedacht, einmal geht's noch. Wobei, wenn man weiterkommt bei Death Cells, dauert so eine Runde auch schon mal eine halbe Stunde oder wahrscheinlich noch viel länger, wenn man gut ist. Ich habe jetzt noch nicht so viel gezockt. Death Cells war mein Weihnachtsgeschenk und habe ich schon jetzt ein bisschen gezockt, ein bisschen bin ich schon zum Zocken gekommen. War ja erst Weihnachten. Ich nehme das hier auf. 2 Tage nach Silvester. Ob ich Death Cells jemals durchspielen werde, bezweifle ich ein bisschen, aber es gefällt mir total gut. Also, na,
rauf, immer schön. Ach, Mann, so dumm. Dass das Bildschirm nicht mehr weiter runter geht, ist echt blöd. Ja, aber ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Wahrscheinlich hatten sie zu wenig Speicher dafür, könnte ich mir vorstellen, um das umzusetzen. Aber ja, wie dem auch sei, das war Kid Icarus an NES. Ich habe das Spiel extrem gefeiert. Danke für den Hinweis, dass ich das noch nicht gezockt habe, weil eigentlich mich mit dem Buchstaben K schon durch, ist mir irgendwie durch die Finger gerutscht, dieses Game. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, wenn ihr noch mehr NES-Games sehen wollt, ich habe schon über 300 NES-Games gezockt, die könnt ihr euch alle schön brav in der Playlist reinziehen oder ihr abonniert, dann bekommt ihr ab und zu, so einmal die Woche, manchmal auch öfters, ein neues NES-Game in euer Postfach. Und wenn ihr mir eine große Freude machen wollt, dann schreibt mir einen Kommentar, da freut mich immer am allermeisten. Und ein Daumen hoch ist natürlich auch nicht so ganz verkehrt. Das war's mit Kid Icarus. Ciao Leute, bis bald.